herzlich willkommen zu diesem etwas besonderen Video. Zumindest ist es für mich ganz besonders. Ich bin froh und ein bisschen stolz, verkünden zu können, dass ich jetzt über 1000 Abonnenten habe. Und das finde ich fantastisch, das freut mich wahnsinnig, ich hätte das niemals gedacht. Also zum einen, weil ja Buchkanäle sowieso nicht so viele Abonnenten haben. Und wenn man dann auch so eine Nische besetzt mit Sachbüchern, wie ich das oft tue, dann ist das noch unwahrscheinlicher. Und deswegen freut mich das unglaublich, dass so viele von euch interessiert daran sind, sich auf einem ernsteren Sektor irgendwie vorzubilden, weiterzulesen, was auch immer. Auf jeden Fall dachte ich, ich honoriere das, dass ihr quasi meine Videos honoriert habt und verlose 3 meiner absoluten Lieblingsbücher. Die habe ich natürlich nur einmal da, das heißt, ich kaufe sie mir dann neu und ihr bekommt, beziehungsweise ihr bekommt die neue Ausgabe, weil ich in dem einen Buch gerade arbeite, kann ich euch das nicht geben. Aber so ist der Plan. Ihr bekommt diese 3 Lieblingsbücher von mir und ja, damit möchte ich Danke sagen. Und jetzt zeige ich euch, um welche Bücher es geht. Es ist natürlich klar, dass da Nietzsche bei sein muss. Und mein Lieblingsbuch von Nietzsche ist Also sprach Zarathustra. Und das möchte ich in dieser vernünftigen kritischen Studienausgabe verlosen. Das ist zitierfähig, das ist vernünftig übersetzt. Und da gibt es Anmerkungen zu, da gibt es ein Nachwort zu. Und das ist vor allem bewältigbar, es ist nicht so dick. Man kann es wirklich wunderbar lesen. Ja, das ist das erste Buch, das ich zur Verfügung stelle. Dann natürlich Camus, der Mythos des Sisyphus, mein absolutes Lieblingsbuch. Wobei Der erste Mensch auch ziemlich toll ist und Caligula immer mein allerliebstes Drama sein wird. Aber Der Mythos des Sisyphus ist schon ganz groß. Das verlose ich ebenfalls. Und zu guter Letzt für diejenigen, die jetzt nicht so viel mit Philosophie am Hut haben, ein Roman, ein Klassiker, der mir unglaublich gut gefallen hat. Und da würde ich sogar die Ausgabe mit meinen Anmerkungen verlosen und mir dann einfach irgendwann eine neue zulegen. Und zwar geht es um Den Grafen von Monte Cristo. Das habe ich geliebt. Das ist wirklich eins meiner absoluten Lieblingsbücher und das möchte ich auch an euch verlosen. So, wie wird das laufen? Also es sind natürlich nur 3 Bücher und ich habe 1000 Abonnenten. Mir ist bewusst, dass es total unfair ist, aber ich kann mir einfach nicht leisten, 1000 Bücher zu verlosen. Also kriegt ihr 3 und ich werde das so machen, dass ihr quasi in den Kommentaren euer Interesse anmeldet für das jeweilige Buch. Bitte nur 1 angeben. Und dann werfe ich eure Namen einfach in eine große Schüssel. Ich mache das auf die alte Tour. Ich habe keine Idee, wie ich das digital machen soll. Und dann, also 3 Schalen, für jedes Buch eine Schale. Und dann werde ich in einem weiteren Video die Gewinner ziehen. Und so ist es dann. Und ich hoffe, alle haben eine genügend hohe Frustrationstoleranz, damit umgehen zu können, dass es halt nur 3 Bücher gibt. Ja. Ansonsten stehe ich natürlich immer zur Verfügung für gemeinsame Leserunden und Austausch über Bücher und alles, was dazugehört. Genau, ich hoffe, ihr freut euch darüber, ihr habt Spaß daran. Ich finde, das ist eine ganz, ganz nette Idee. Ich habe nicht so viele Möglichkeiten als YouTuberin, euch da irgendwie was zurückzugeben. Und das ist so, ja, so das Naheliegendste und das möchte ich gerne machen. Und ich hoffe, ihr freut euch darüber und ja, schreibt mir in die Kommentare, welches Buch euch interessiert, welches ihr gerne hättet. Und dann wird es natürlich nach der Verlosung so laufen, dass ihr mir bestenfalls eine E-Mail schickt mit euren Daten, damit ich euch das Buch per Post zukommen lassen kann. So ist die Idee. So. Ja, die 3 Bücher gibt es. Hoffentlich interessieren sie euch und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, bis zu ganz vielen Videos und bleibt mir treu. Ich freue mich darüber. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache hier mit dem Bücherkanal. Das ist eine unglaublich tolle Möglichkeit des Austauschs, den man so im Alltag leider oft nicht hat. Und deswegen bin ich euch sehr, sehr dankbar und ja, freue mich, von euch zu lesen. Macht's gut. Tschüss.